Das sind ganz großartige Sätze, liebe Schwestern und Brüder, die wir aus dem ersten Johannesbrief hören. Sätze, die nicht nur wunderbar klingen, auch wunderbar sind, und Sätze, die Konjunktur haben. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm. Sätze, die oft benutzt werden, manchmal leider ohne nachgedacht zu haben. Als wäre Liebe irgend so ein Allerweltsding. Das hat ein wenig angefangen im 20. Jahrhundert bei dem großen protestantischen Theologen Karl Barth. Der meinte, man könne diesen Satz, Gott ist die Liebe, einfach auch umdrehen. Liebe ist Gott. Und man konnte das auch bei der letzten Familiensynode jetzt aus dem Mund von Bischöfen hören. Überall, wo sich Liebe ereignet, da ist doch Gott anwesend. Wie kann denn dann die Kirche bestimmten Liebesverhältnissen den Segen versagen? Das ist, wenn man das so sagt, in sich schlüssig. Aber von welcher Liebe reden wir denn da? Ist einfach alles, was so unter landläufig unter Liebe läuft, bis zur käuflichen Liebe? Ist das Gott? Dankeschön. Dann bin ich ab heute nicht mehr Christ. Kann das wirklich sein? Ist es so einfach? Es ist einfach. Aber wir müssen uns schon an die Worte des Apostels halten, wie immer. Das ist immer sehr hilfreich. Man kann nicht einfach bestimmte Worte, Sätze, die einem in den Kram passen, dann so herausnehmen und damit ein Eigenleben führen. Das klappt nie. Man muss schon alles lesen. Diese Liebe, von der hier die Rede ist, und wir haben das die ganzen Tage schon gehört und wir dürfen das nicht einfach vergessen, ist an den Glauben gebunden. Wer bekennt, heißt es unmittelbar vorher, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Das ist der Ursprungsimpuls, von dem wir die letzten Tage immer schon gesprochen haben und den wir immer wieder hören, den der Apostel immer wieder in neuen Wendungen einschärft. Gottes Liebe, die sich zu uns zeigt, indem er uns seinen Sohn gibt. Das, was wir jetzt die ganzen Tage gefeiert haben. Sodass wir nicht einfach sagen können, jede Liebe ist göttlich. Es ist umgekehrt. Gott zeigt seine Humanität, indem er sich auf die Menschen einlässt. Wenn wir an die Gedanken denken, die wir gestern von Romano Guardini hörten. Wie eine Mutter bei ihrem erkrankten Kind oder vielleicht grundsätzlich beim Kind gar nicht mehr von der Trennung von dem Kind und mir spricht, sondern mit diesem Kind leidet. Wie das Mann und Frau tun, wenn sie wirklich einander im Ernst der Liebe zugetan sind. So tut es Gott. Und das ist das Maß aller Dinge. Das ist das Maß des Sakramentes, wenn wir ein Sakrament der Liebe haben und feiern in der Ehe. Es ist das Maß Gottes, der sich ganz und gar gibt, ohne etwas für sich zu behalten, wie es der Apostel Paulus sagt. Der wird nichts als Raub, als Eigen zurückbehalten, sondern in Christus gibt Gott sich ganz, bedingungslos. Er gibt sich in diese dunkle, sündige Welt hinein. Und das heißt, er liebt diese Welt. Er liebt mich. Er gibt sich ganz für mich. Das ist das Maß der Liebe. Und das sollten wir immer mit bedenken und immer mit beten, wenn wir diesen Satz sagen, Gott ist die Liebe. Es ist kein Allerweltsatz, sondern Gott hat sich diesen Satz alles kosten lassen.